Und von der Firma Freisicht hat sich Anna Florina Kähling Zeit genommen, das Projekt mal anzuschauen. Vielleicht kennt ihr das Kastell. Das hat Ruinen dort und man muss sich dann immer ein bisschen vorstellen, wie war es damals. Und was daraus geworden ist, willkommen auf der Hackathon-Bühne. Anna Florina Kähling, dein Applaus. Ja, danke. Ich werde euch vorstellen, das Römerkastell mit Augmented Reality, wie das aussieht. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, ihr steht vor dieser Ruine und überlegt euch, wie hat das mal ausgesehen? Wie gross war das? Was für Materialien sind gebraucht worden, um das zu bauen? Wer hat dort gewohnt und gelebt und was habt ihr dort gemacht? Gross und klein zieht tagtäglich dort dran vorbei. An diesem prominent gelegenen Ort und wahrscheinlich viele stellen sich intuitiv diese Frage. Mit unserer Lösung werden wir allen vorbeigehenden Menschen die Möglichkeit geben, dass sie die Vergangenheit für einen ganz kurzen Moment in die Gegenwart holen können. Und zwar mit dem eigenen Smartphone und dank Augmented Reality erscheint das Kastell plötzlich in seiner erst einstmaligen Pracht auf dieser Anhöhe. Und jede Person kann erleben, wie das Service gesehen hat vor Jahrtausenden von Jahren. So sieht der Prototyp aus, wo wir mit einem exemplarischen Modell und vor Ort in Ingenhausen auf die Ruinen draufgestellt haben. Also das heisst, es ist ein digitales Modell, das überhaupt nicht dem entspricht, wie es eigentlich würde aussehen, aber einfach damit man sich das vorstellen kann, wie das dort aussieht. Mit diesem Angebot wird so jeder Person völlig unabhängig vom Sprachverständnis sehr visuell und intuitiv und auch ganz leicht verständlich eine ganze Geschichte erzählt über das Kastell, über die damalige Zeit, wie eben Bauweisen waren, Dimensionen davon und auch Materialien. Und wer mehr will wissen, kann sich nachher immer noch Informationen holen, Textinformationen, die man kann nach Bedarf dazu holen. Genau, das Video zeigt, dass wir wirklich dort waren und das vor Ort getestet haben und das Kastell dort platziert haben. Es gibt so eine kleine Idee, wie das nachher aussehen könnte. Was man hier auch sieht, ist, wir waren nicht im Kastell, sondern rundum. Und das ist etwas, was wir gemerkt haben. Das, was spannend ist, primär ist, wenn man aus der Distanz aufs Kastell, das Kastell anschauen kann, weil es ist sehr gross. Und man kann das Ganze überhaupt erfassen, wenn man eine gewisse Distanz hat. Darum wäre unser Vorschlag, dass man verschiedene Standorte hat, rundum, wo man so aus verschiedenen Perspektiven anschauen kann. Und dann gibt es im Kastell drin auch noch die Möglichkeit, dass man vielleicht eine Römerin oder einen Römer kann sehen, dort arbeiten, dass man das Detail sieht, wie ein Bad oder was auch immer dort alles zusammengegeben hat. Und aber im Kastell in der Nähe von dem her so Detailansichten hat. Genau. Damit das Ganze funktioniert, so wie wir es hier zeigen, braucht es eine App. Nur mit dem ist es möglich, dass man noch die frühere Ansicht entsprechend im Raum anschauen. Und die App-Entwicklung ist grundsätzlich eher teuer und aufwendig und wegen dem haben wir eine App entwickelt. Die heisst Artverse und das ist der Schweizer AR Multimedia Guide für Kultur. Und da ist allen Kulturanbietenden offen, dass sie den brauchen können und in dieser App ihr Angebot anbieten. Und wir finden, das Kastell eigentlich super reinpassen. Genau. Und grundsätzlich, das Tolle daran ist, dass für Nutzende ein sehr viel selbstseitiges Kulturangebot bietet. Und für Kulturinstitutionen ist es nachher eine zugeschnittene Plattform, extra für sie. Es ermöglicht dort die Institutionen untereinander zu verbinden, dass man sieht, was machen die anderen. Man kann theoretisch selber Augmented Reality-Inhalte erstellen, ohne dass man irgendwelche IT-Kenntnisse muss haben. Und die Weiterentwicklung ist auch gewährleistet, weil wir kontinuierlich daran weiterarbeiten. Genau, was es nebst der Plattform braucht, damit wir das umsetzen können, sind Daten und Informationen. Wir müssen wissen, wie hat das ausgesehen, weil sonst können wir das ja gar nicht nachmodellieren. Wir haben dort gewisse Informationen, wo natürlich nicht klar ist, ist das wirklich so. Aber es gibt eine Grundlage, die wir darauf aufbauen und das Kastell so mal nachbauen. Und dann ist aber sicher noch die Frage, was gibt es noch für mehr Daten, die wir herausfinden können. Das Gleiche gilt dort mit Textinformationen.
Es gibt also gewisse Art Gedichte, die so empfunden haben, aber auch dort ist die Frage, was wird man überhaupt genau zeigen und auf welche Art wird man die Textinformation darstellen. Was sowieso braucht, wird sie eine Markierung vor Ort, damit man noch sieht, wo kann man etwas anschauen kann und das so grob, was muss man machen, damit man das sieht. Das sind so die Sachen, die wir brauchen, damit wir das umsetzen können. Und dann ist das jetzt eigentlich mehr so die absolute Basis, die ich euch gezeigt habe, was man machen kann. Grundsätzlich könnte man auch, dass man kann, wenn man die Burg sieht, dass man Bereiche kann anklicken kann und dann dort dazu weitere Informationen holen, die spezifisch zu dem Turm gehören, dass man selber, wir haben eben vorher noch ein bisschen im Hackathon diskutiert, weitere Ideen. Wir können das Kastell selber nachbauen, dass ich selber digital quasi das rekonstruieren kann. Wir können ein Suchspiel einbauen, dass man in der Mauer innen kann, muss Formen finden und dann hat er auch wieder etwas überkommt. Wir können digitale Römerinnen, die mit einem reden oder vom Arbeiten sind, sich selber verkleiden als Römerin mit Augmented Reality, das geht eben auch. Wir können das digitales Gästebuch einbauen, was die Person eintragen kann. Oder nicht nur einen Blick in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Das Kastell einbettet in den ganzen Römerweg, den man umsetzen würde. Genau. Oder auch visualisieren, was überhaupt rundum war. Also grundsätzlich, die Möglichkeiten sind extrem breit. Und das, wenn es jetzt also darum geht, wie weiter, wird wahrscheinlich so etwas vom Ersten sein, was darum geht, was ist überhaupt die Interessengruppe von dem Ganzen und dann mal Bedürfnis sammeln, was ist das, was am wichtigsten ist, was man eigentlich möchte von dem Kastell. Und so nachher überlegen, hey, wie gross soll das Konzept, also das Projekt werden, wie gross wollen wir das aufgleisen, wollen wir Stück für Stück vorgehen oder wird es gesetzt, so wollen wir es umsetzen und das wird dann umgesetzt. Und ich denke, das wären so die nächsten Schritte, die müssen bestimmt werden und wir müssen dann nochmal klären, was ist eigentlich genau die Datengrundlage, die man hat. Genau, umsetzen würden das wir. Studio Freisicht, ich bin Co-Gründerin davon. Uns gibt es noch nicht lange, seit 2020. Wir sind daran sehr klein und flexibel. Wir setzen explizit digitale Angebote um für Museen und Kulturinstitutionen und haben so schon sehr viel Augmented und Virtual Reality. Wir machen nicht nur Softwareentwicklung, sondern auch Workshop und Beratung. Uns ist wichtig, dass Produkte längerfristig funktionieren und nicht einfach ein grosses Projekt, das nachher wieder weggeht. Nicht unbedingt profitorientiert und wir haben Daten in der Schweiz. Das sind so Grundwerte, die wir mitbringen. Wir haben schon mit extrem vielen tollen Kulturinstitutionen zusammenarbeiten und auch viele EIA-Projekte umsetzen. Im Aargauer Kunsthaus, im Crea Viva in Bern, im Musée de la Réformation in Genf, im Heck, in Langmatt, jetzt geht nicht mehr, aber hätte man können. Durchgang Tourismus, Stadt Winterthur, Spielzeugwelten, die haben alle zusammen ein Jahr Angebot, falls ihr mal schauen wollt. Genau. Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit.